Hey Leute und willkommen hier zum letzten Part von Let's Play Minecraft Staffel 2. Ja, wie gesagt, es ist mein letzter Part und ich kann es auch leicht erklären. Ich hätte zwar noch Bock gehabt, aber es fängt ja jetzt bald drauf wieder P2.0 an und es heißt nicht, dass ich komplett aufhöre mit dieser Map, also mit dem Projekt. Es wird vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich wieder mehr Zeit habe von Schule her und so, dann geht es hier sicher mal wieder weiter. Aber erstmal gibt es für euch den Welten-Download. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal in Kurzform alles, was ich in den letzten 26 Parts geschafft habe. Und jo, gut. Dann würde ich doch mal sagen, ja, das hier ist halt mein Haus, mein Bett so. Hier so eine kleine Terrasse. Ich bin hier auch in Game, ne? Dann habe ich hier auch unten. Hier unten hat alles angefangen mit 4 Hunden so. Und ja, hier ist inzwischen nichts mehr drin, außer Kohle und so. Weil das meiste hier unten verstaut ist. In meinem Lager. In den letzten Parts habe ich auch noch ein paar Dias zusammengefangen mit dem Niklas. Und zwar 24 Dias. Daraus hätte ich mir zwar noch schöne Sachen machen können, aber vielleicht geht es ja nochmal weiter, wie gesagt. Dann gibt es ja auch noch das schöne Bauernhaus, wo ich eigentlich die Felder noch machen wollte. Aber dazu bin ich halt nicht mehr gekommen, leider. Aber ja. Dann fliege ich hier mal kurz rüber zum Spawner. Den habe ich im zweiten Part entdeckt, soweit ich weiß. Ja, das war, glaube ich, ein Zombie-Spawner, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr könnt ja einfach mal im Best-of nachgucken, wie das war. Das war gleich ziemlich am Anfang, weil das gleich der zweite Part war. Ja. Jetzt bin ich auch gleich da. Ja, habe ich noch mit Holz und Cobblestone alles zugebaut. Hier, der Spawner mit Kisten habe ich schon weggenommen. Hammer, geil. Und, ja. Dann, als ich in den letzten Parts noch mit Niklas Dias Farm gegangen bin. Wollte ich ihn suchen gehen, weil er schon in der Höhle war. Er hat gesagt, irgendwie in diese Richtung da, wo jetzt das Dorf und so markiert ist. Dann bin ich in diese Richtung einfach mal so ungefähr 300 Meter gerannt. Bin ich gerannt und gerannt und gerannt. Dann hat er gesagt, irgendwie eine Insel im Wasser, wenn ich so eine finde, dann ist das in der Nähe von ihm. Dann bin ich hier so. Habe ich mich hier so umgeguckt, ne? Da bin ich auch nachher rein. So habe ich mich hier umgeguckt und dann auf einmal habe ich den Weg vom Dorf gesehen und ja. Alles gelootet hier. Niklas war inzwischen schon in der Höhle. Ich habe mir auch ein bisschen Holz mitgenommen. In der Schmiede war ja leider keiner. Und dann, als ich aus der Höhlentour wieder zurück bin, das war 3 Parts oder so später, habe ich mich hier irgendwo, wow, habe ich mich hier irgendwo hochgegraben. Und wenn es gerade keine solche Lags geben würde, wäre ich auch sehr froh. So, hier irgendwo war doch. Da, ja, hier. Hier, genau hier bin ich raus. Ne? Und dann bin ich hier rüber und dann habe ich hier halt die ganzen Pferde gesehen und ja, war geil. Dann bin ich wieder zurückgerannt mit den Niklas und mit den Dias und ja, dann wären wir eigentlich ja schon im letzten Part angelangt. Ja.
war so ein kleiner Kurzüberblick über meine Let's Play Minecraft Shovel 2 Map. Ihr könnt sie euch schön downloaden. Vielleicht, wie gesagt, wird sie zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann wieder mal fortgesetzt. Aber erstmal gibt es den Download für euch. Und ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ja, und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.